wenn er so einen Scheiß macht? Warum werden die mit einbezogen? Oder warum beziehen die sich mit ein? Sind die geil auf die Medien? Oh, ich war mit dem größten Suizidattentäter der letzten 20 Jahre unter den Deutschen zusammen. Ja, toll! Feier dich! Was soll die Kacke? Ich verstehe es nicht. Und ich würde mich auch sehr dafür interessieren, was ihr dazu meint, eure Meinung zum Absturz an sich. Was soll man da für eine Meinung haben? Aber zu der ganzen Medienhetze und so, das interessiert mich brennend, weil das auch wirklich eine, ja, ziemlich heftige Scheiße ist, was da im Nachhinein abgezogen wurde. Noch heftiger fast als der Absturz, einfach von der Art und Weise. Und ich finde, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht und das muss nicht sein. Wo kommen denn jetzt schon wieder diese Monstergeräusche her? Na, ich habe mich jetzt hier ein bisschen in Rage geredet. Und jetzt können wir dann wieder zu Minecraft zurückkehren. Das ist aber auch einfach ein Thema, wo ich auch eure Meinung sehr, sehr wichtig finde und die mich auch sehr, sehr interessiert, was ihr dazu meint. Weil hier sind ja auch sehr viele Jüngere noch dabei, die auch mein Alter und das Alter der Opfer noch nicht erreicht haben. Würde ich mir auch mal interessieren, was, ich sage jetzt mal, eure Generation davon hält. Das würde mich sehr interessieren. Und auch die in meinem Alter sind, was ihr dazu meint. Also das wäre mir wirklich wichtig, dass ihr mir da mal ein bisschen was erzählt. Und ja, jetzt kommen hier schon Zombies zu Gast. Servus. Ich habe noch keine Tür, aber trotzdem darfst du nicht rein. Mann. Ja, ne, also das ist bei dem Thema, da könnte ich stundenlang und höchst aggressiv. Also das ist wirklich nicht mehr feierlich, sowas. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier innen ausbaue. Ich möchte jetzt auch einfach erstmal hier die Gegend abschließen. Ich habe jetzt hier nämlich so viel rausgegraben, dass sich dadurch neue Wege eröffnet haben. Und die müssen natürlich auch geschlossen werden. Jetzt wird es dann langsam eng mit den Spitzhacken. Jawohl, jetzt müssen wir schon die Nee, noch nicht. Weil für die normalen Cobbles möchte ich die Eisenspitzhacken nicht unbedingt verwenden. Wir haben unser Portal immer noch nicht zusammengesammelt. Das liegt aber auch daran, einerseits, dass ich jetzt mich in ein, zwei Themen verstrickt habe und dass ich hier natürlich ein bisschen Sicherheit schaffen will. Ich will mir ein Bett hinstellen und hier versuchen, das Ganze sicher zu machen. Ja, und das wird jetzt hier schon wieder verdammt groß, ne? Das wird fast zu groß. Also das hier ist unsere Starthöhle, dann ist hier ein Ausgang. Und dann würde ich sagen, machen wir den Ausgang hier direkt hin, weil sonst wird es zu groß. Es wird sonst zu groß. Okay. Wie machen wir den denn? Einfach so. Machen wir hier die Tür hin und machen das dahinter ein bisschen weg. Ich glaube, das ist die beste Alternative. Moment, so zack und zack und zack und zack und zack. So, das heißt, wir machen hier danach, hier machen wir direkt zu. So, und hier oben auch noch, weil es soll ja auch, nein, es sollen ja auch keine Spinnen vorbeikommen, weil die könnten da rein theoretisch durchkommen. So und so und so und so. So, die Seite ist dann soweit dicht, die Seite ist auch soweit dicht. Habe ich da unten schon eine Tür gezogen? Ja, da habe ich auch schon eine Tür gezogen. Das heißt, da müssen nur noch Türen rein. Die mache ich jetzt mal schnell. Zack, zack, zack. Die kann man ja in der Version leider immer noch nicht stacken. Ich glaube, auf dem PC geht es ja inzwischen. Kann man hier nicht, aber gut. Was willst du machen? Ach, und hier muss auf jeden Fall noch die Erde weg. Cobbles sind auch ein bisschen stabiler als Erde. Falls doch mal ein Creeper vorbeischaut, ist es mir lieber, wenn hier keine Erde ist. So. Na. Oh. Ach so. So und so. Und so und so. Und den genauen Ausbau mit gescheiten Treppen und so weiter, den machen wir dann später. Hauptsache, hier ist jetzt erstmal dicht. So. Ich gucke jetzt mal, Druckplatten kann man nur mit Cleanstone machen, glaube ich, ne? Ja. Aber ich habe noch genug Holz für Holzdruckplatten. Dann mache ich die. Sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber dass das hier auch praktikabel ist. So. No. Was machst du denn? So. Hunde, die in Wände starren. Moment. Das Bett brauchen wir gleich wieder, aber ich möchte jetzt erstmal die Holztüren verwenden. Also wie gesagt,
Gerne. Eure Meinung zu den ganzen Themen. Möglichst ausführlich natürlich auch. Ich glaube, da gibt es genug dazu zu sagen. Gultania hat es drauf mit den langen Kommentaren. Die anderen werden auch immer länger. Finde ich sehr, sehr cool. Macht auch sehr viel Spaß, das zu lesen und zu beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn da auch zu dem Thema speziell jetzt noch einiges kommt. So. So. Okay. Jetzt ist hier innen erstmal alles dicht. Das heißt, ich kann mich jetzt hier ausbreiten. Das Bett stelle ich gleich mal hin. Stelle ich jetzt erstmal hier unten hin. Das machen wir später noch alles schön. Kann ich schlafen? Hallo? Du kannst nur nachts schlafen. Okay, ist noch nicht Nacht. Ich könnte ja mal einen Ofen machen. Ich habe jetzt bloß gerade keine Kohle da, ne? Ach doch, habe ich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie ein Tag-Nacht-Scanner geht. Das schauen wir jetzt gleich mal. 4 Gold, 1 Redstone. 4 Gold hätten wir. Haben wir Redstone? Wir haben Redstone. Okay, dann können wir das gleich machen. So, hier ist anscheinend schon die Party am Abgehen um uns herum. Ich mache hier mal ein bisschen weiter, dass wir noch ein bisschen Stabilität in die Sache kriegen. Machen wir alles erstmal provisorisch mit Cobblestones zu. Wie gesagt, schön machen wir es dann später. Oder auch nicht, je nachdem, wie oft wir hier noch zurückkehren. Aber durch das Obsidian werden wir hier wahrscheinlich noch sowieso noch eine Weile sein. Und so ist es ja auch nicht ganz so schlecht, wenn man hier eine schöne Station hat. Wenn wir dann noch weiter erkunden wollen. So, die Kamera an sich ist gerade ein bisschen doof. So. Hauptsache Stein. Das Schöne ist ja, in dem Texturenpack sieht der Cobblestone einfach mal viel besser aus als der Cleanstone. Deswegen lohnen sich hier auch die Steinziegel nicht so wirklich. So. Ja gut, die Ecke reiße ich wahrscheinlich sowieso noch weg. Aber Hauptsache, wir haben hier drin keine Erde mehr. Das dürfte es auch an Erde gewesen sein. Jawohl. Ach nee, hier haben wir noch. Ja, da ist ja... Die graben wir auch nochmal komplett raus, weil vielleicht vergrößere ich das Ganze ja noch. Man kann hier noch eine ganze Menge machen. Eine kleine Kochstation und so. Ich muss mir sowieso noch überlegen, ich habe mir gedacht, für das Obsidian-Portal, was ich hoffentlich in der Aufnahmesession noch schaffe, werde ich... Oh, ich habe keine Schaufeln mehr. Werde ich eine Art Tempel bauen, hier in der Nähe. Damit das frei zugänglich ist und dass, falls da Monster durchkommen, dass wir es nicht immer ausmachen müssen, sondern dass, wenn da Monster durchkommen, dass uns die nicht irgendwie im Haus rumschwirren. Das wäre mir dann auch nicht so lieb. Deswegen dann lieber ein bisschen extern, dass wir da auch immer hingehen können und dass wir eine Anlaufstation haben. Quasi wie so ein schönes Ortschaftsportal, dass, wenn wir eine zweite Staffel anfangen, dass wir da direkt zwischen den Portalen einfach in die jeweiligen Gebiete können. So, jetzt gib mir das mal. So, dann machen wir das mal. Wo ist er? Da ist er. Ein Tag-Nacht-Scanner, bitte. So, das sieht mir nach Tag aus. Ja, das ist Tag, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich noch ziemlich viel Zeit. Ich baue hier mal noch ein bisschen um, dann kommen hier ein paar Fackeln hin. So, die Decke soll so hoch werden wie die oben. Und ein zweites Stockwerk ist natürlich auch immer noch drin. Können wir uns auf jeden Fall was vornehmen. Also wir haben jetzt hier schon wieder was ganz Neues angefangen. Dabei ist alles andere noch gar nicht hundertprozentig fertig. Geschweige denn das Portal, das Portal. Ja, und da muss ja auch noch ein Tempel her. Und den wollte ich dann gerne in Steinziegeln bauen. Das dauert dann auch noch mal ein bisschen, weil die müssen wir ja noch herstellen. Ich glaube, für Steinziegel brauche ich Cleanstone, ne? Den müsste ich mir auch erstmal herbrennen. Das könnten wir aber rein theoretisch hier unten machen. Ich guck mal. Gemeißelter Sandstein. Steinziegel, ja, die sind tatsächlich aus Cleanstone. Lehm, Ziegel, Quarz, Sandstein, glatter Sandstein. Okay. Gemeißelter Sandstein. Kann man eine ganze Menge machen schon in der Version. Hätte ich gar nicht gedacht. So, die Wand reißen wir auch nochmal eins ein. So.
Die Musik ist jetzt gerade auch voll passend. Also ich möchte die Playlist gerne noch ein bisschen anpassen. Ich habe aber jetzt dann auf die Schnelle, weil ich wollte jetzt dann unbedingt aufnehmen, habe ich leider nicht mehr genug gefunden, um die Playlist richtig zu verändern. Das hat nicht mehr geklappt.